So, Bayonetta 3, holy shit, so, wir hängen einfach so krass zurück. Ich muss das alles noch machen hier. Und wahrscheinlich das hier auch noch. Das ist so viel. Aber zuallererst würde ich hier gerade nochmal überall durchlaufen und die ganzen Dudes einsammeln, die noch fehlen. Und hier habe ich das schon gemacht, offscreen, weil ich fett und faul bin und, keine Ahnung, warum ich das offscreen gemacht habe, ehrlich gesagt. Eigentlich voll die dumme Idee, aber was soll's. Guckt auf Google, wo die Dinger sind. Ich bin kein Guide, ich bin einfach nur hier, um zu reden. It's me! Danke für deinen Raid, was geht ab? So, schauen wir mal, was jetzt hier erwartet. Wahrscheinlich... Oh. Hexe der Genesis, voll gut. Wir haben einfach Auswahl an Charakteren. Ich nehme sie, weil sie der bessere Charakter ist. No hate, so. Ich weiß nicht, ob ich immer noch einen Follow-Modus anhabe, aber falls ja, tut's mir leid. Auf jeden Fall, willkommen. Was geht ab? Was habt ihr gespielt? By the way, sagt übrigens auch mal alle Hallo, weil das ist eine Aufnahme für YouTube und da taucht ihr alle mit auf. Resident Evil. Ich meine, das ist nicht so weit von Bayonetta tatsächlich entfernt. So, der Typ, der Resident Evil 2 gemacht hat, hat auch Devil May Cry gemacht. Von daher, das ist thematisch. Also, der hat Resident Evil 2 gemacht, dann hat der Devil May Cry gemacht und dann hat der Bayonetta gemacht. Daher, der Circle kommt schon so ein bisschen zusammen. Und ich habe ultra Bock, Resident Evil 4 zu spielen. Also von daher, das ist alles thematisch relevant hier. Irgendwie kriegt man das zusammen. Ich grüße meine Mama. Oh. God of War. Habe ich null Hype für. Weiterhin. Ich habe mir, dieses eine Technikvideo von Digital Foundry angeguckt und das Spiel sieht halt mega hübsch aus. Also, es ist halt wirklich ein schönes Spiel, Mann. Ich weiß nicht, wie ich diese Krähenformation canceln kann. Das ist prinzipiell ein bisschen schwierig, aber passt schon. Worum geht's grob in diesem Spiel? Das Multiverse bricht zusammen und wir müssen es retten. Ah Gott, das ist was Neues. Das hatten wir vorher noch nicht, oder? Oh, er ist tot. Okay, ja, das ist natürlich prinzipiell doof. Oh Gott, ich habe nicht gesehen, dass das Teil mich abschießt, Alter. Boom! Oh, no!
mein Gott, was ist hier los? Ready? Ah, mein Gott. Ich habe noch nie gegen den Dude gekämpft, da ist es alles ein bisschen schwierig gerade. Okay, cool, so. Max, danke für deinen Sub. Okay, so, das war cool. Ich dachte gerade so, hä, ohne Schaden zu nehmen, das kann man, also, alles relativ, so. Ba-bam, ba-bam. Okay, so, dann müssen wir in dem Kapitel kurz mal gucken, wo die Krähe ist. Das ist Kapitel 5. Warte. Ich mach kurz einen YouTube-Guide auf. Das ist schlicht und ergreifend einfacher, als wenn ich jetzt die ganze Zeit hier durch die Gegend dudle und einfach versuche, den ganzen Kram hier zu finden. So, warte mal. Da fehlt uns noch die Krähe. Und das ist nach Vers 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dann müssen wir das hier nehmen. Ich muss übrigens ein Video zu Viola machen, by the way. Wie ihr Kampfsystem funktioniert und so weiter. Und dafür gibt mir Nintendo einfach 2 Collectors Editionen, möchte ich mal anmerken, die ich verlosen kann. Okay, das ist übelst cool. Holy shit. Einfach based Nintendo. Und die coolen Dudes geben mir einfach noch eine Collectors Edition für mich selber. Weißt du, stress mich so ab, dass ich eine kriege. Jetzt kriege ich eine von Nintendo, so. Voll gut. Ich bin so schlecht mit Viola vor allem. Okay, nice. Ich muss aber immer noch die perfekte Combo für sie rausfinden. Halt bei Bayonetta ist es einfach Punch, Kick, Punch. Damit kannst du einfach alles gewinnen. Warte, was? Egal, was soll's. Und bei Viola gibt's bestimmt auch so eine Winning-Combo, die du einfach machen kannst. Dann kannst du einfach die machen, dich an ihr ganzes Gameplay gewöhnen. Dann kannst du anfangen, ein bisschen variieren. Und das muss ich noch rausfinden, aber das werde ich rausfinden. Keine Sorge, das werde ich sowas von rausfinden. So, okay, Vers 8, danach, den müssen wir noch machen. Oder auch nicht, weil die Krähe einfach schon hier ist. Oh, what the hell? What? Wie fliegt der denn da rum, Alter? Ja. Oh, sehr gut. Okay. That was a little harder than I thought.
So, jetzt haben wir da auch alle drei. Das heißt, wir können uns sparen, das ganze Ding noch zu beenden. Daher, das ist das Coole an dem Spiel. Du musst halt nicht das Level durchspielen, sondern kannst einfach so deinen Kram upgraden und dann ist alles gut. Hab mir jetzt Bayonetta 2 gekauft und ein bisschen in Let's Play reingeschaut. Oh, Bayonetta 2 ist so gut. Nicht so gut wie der erste Teil. Der erste Teil ist immer noch der beste, aber der zweite Teil ist auch ziemlich gut. Bin ein bisschen in love mit der ganzen Serie. Ja, der erste Teil ist auch der schwerste, aber der erste Teil ist einfach so vom Gameplay her der am most satisfying zu spielen ist, wenn du es erstmal raus hast. Nee, das hier ist blind. Ich habe mir das Finale noch nicht ansehen können. Ich höre nur die ganze Zeit, wie das Meinungen erzeugt, sagen wir es mal so. Schon wieder so ein Dude. Holy shit, was ist das? Was zum Fick? Oh mein Gott, komm schon. Okay, mach dich halt einfach fucking unverwundbar. Das ist halt super okay. Wie soll ich das denn bekämpfen? Oh mein Gott. Mega funny einfach. Ist okay, ist okay. Kriegen wir alles hin. Du kannst mir ruhig Witch Time geben, wenn ich ausweiche. Das ist halt ein voll okay Spiel. Holy shit. What the fuck? Hier bekommen wir auf jeden Fall schon mal eine Preview auf das, was uns in Zukunft noch erwartet. Und ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Gegner nicht sonderlich cool finden werde. Daher mal gucken.
Was ich ebenfalls noch rausfinden muss, ist, wo ich lang muss. Das wäre auch noch cool. Ich habe einen Key für Harvestella bekommen. Das werde ich auch noch die Tage spielen, wenn ich Bayonetta fertig habe. Ich weiß nicht, wo der letzte Dude ist. Wahrscheinlich nicht hier, oder? Aha. Oh Gott. Ich habe noch 25 Sekunden, Alter. Mach keinen Quatsch hier. Sehr gut. Uff. Oh, nice. Das ist sehr freundlich. Ich muss ja Devil May Cry 5 mal auf der PS5 durchspielen, in dieser Special Edition. Das habe ich, glaube ich, noch nicht getan. Halt, Devil May Cry 5 mit Raytracing ist schon ein bisschen sexy so. Da kann man nichts gegen sagen. Es ist halt schon... Das kann man durchaus machen. Das hat schon ein bisschen Appeal so. Okay, jetzt brauche ich für Kapitel 6 die ganzen Dudes. Okay, die Katze findet man anscheinend direkt am Anfang. Ich werde Sonic Frontiers spielen. Ich habe tatsächlich schon in die Switch-Version reingeschaut. Und oh boy, ist Sonic Frontiers ein Spiel, Alter. Holy shit. Ja, damn, so. Junge. Ist das ein Videospiel? Freue ich mich sehr drauf, Mann. Freue ich mich richtig doll drauf. You'd think there'd be one of me by now. Ich werde es auf der PS5 spielen. Ich gehe mal davon aus, dass PC wieder super fucky einzurichten ist und halt super anstrengend zu spielen sein wird. Daher werde ich die PC-Version wahrscheinlich ermeiden. Und dann ist halt die Wahl so zwischen Xbox Series X oder PS5 und da bin ich immer auf der PS5 so. Ready? Also ich sag's mal so, wenn du Performance magst, dann spielst du lieber auf der PS4 als auf der Switch. Okay, und als letztes noch der Frosch. Also ich bin überrascht, wie gut Sonic Frontiers auf der Switch tatsächlich aussieht. Es ist wesentlich nicht so hässlich, wie ich erwartet habe, aber es läuft dafür halt auch nicht wirklich rund. Daher... Ich glaube, da müsste das sein. Ich glaube, das kommt am Dienstag, oder? Dienstag oder Donnerstag? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Warte, was? Okay, das ist auf jeden Fall hier. Und dann müssen wir einfach nur... Okay, er sitzt literally... Man kann ihn von hier aus sehen. Ready? Ah, come on. Wie es ihm einfach egal ist, dass er abgeballert wird, halt. Base Dude, so. Ich meine, du kannst die OLED-Switch irgendwann immer noch hacken, so. Das Ding verliert nicht an Wert, wenn plötzlich so der Nachfolger kommt. Weil als Emulationsmaschine ist die Switch tatsächlich ziemlich cool. Das Problem ist nur zu warten, dass endlich ein Hack rauskommt. So, das könnte vielleicht ein bisschen nervig werden, aber ansonsten ist das Ding eigentlich voll okay. Also auch wenn bereits... Nachfolger rauskommen sollte irgendwann mal. Halt allein der Bildschirm selber, der ist insane gut, so. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier bekommen. Oh, dann sogar die Kühle von Splatoon 3. Ich bin insane eifersüchtig. Holy shit! What the fuck? Holy shit! Ja, voll gut. Oh mein Gott. Ich dreh durch. Er sieht so viel anders aus als im Original. Das ist voll krass. Oh Gott. Ah, shit. Oh mein Gott, das ist der beste Move, den ich hätte machen können, glaube ich. Ich finde das leider sehr cool, dass sie tatsächlich den Bosskampf hier mit reingenommen haben.
Das hype mich leider gerade richtig toll. Voll cool, so. Ich habe halt diese Bonus-Level nicht gespielt. Daher ist es jetzt auch das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ey, mega gut. Finde ich super. Find ich ein bisschen cool. Bump. Oh, gutes Equipment. Da musste ich nur das Icon sehen und wusste direkt, was es ist. Ich glaube zumindest, dass es das ist, was ich hoffe, dass es ist. Dass ich glaube, dass es das ist. Hoffe ich. Warte mal kurz. Da muss ich ins Menü? Nein, ich muss nicht ins Menü. Ich muss sowieso mal wieder in den Shop. Da war ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. So, warte mal. Können wir hier noch irgendwie was von Wert kaufen? Nein. Okay. Weißt du, wir haben so viel Geld, dass ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Deswegen kaufe ich jetzt einfach diese ganzen Sachen hier. okay, das nehmen wir auch. Wir kaufen alle Kostüme. Who cares, so. Dann fehlt noch hier das reguläre und dann können wir noch die ganzen Sachen hier mitnehmen. Ich möchte einmal den ganzen Shop kaufen, bitte. Oh, ich hätte noch Viola-Stuff kaufen können, ne? Naja, was soll's. Die muss sich ihren Shit erst erarbeiten. So, okay. Dann machen wir mit dem eigentlichen Spiel weiter. Let's go. Okay, das haben wir schon mal gesehen. Das ist exakt das gleiche Intro. Okay, wir können bei ihr schon mal nicht den Skin wechseln, was ich sehr schade finde, aber fair. Hier ist es. Back home, research into parallel worlds was pretty advanced. And before long, we proved they existed. We figured out how to contact them, then got in touch with a top secret organization here. And with Dr. Sigurd, the head of the organization, found out about Chaos Gears. And with his help, we can use the Chaos Gears to... He found out about Chaos Control. That's why you made the trip. What exactly do you need him to do? And why do you put so much faith in him? Well, he and Singularity are... Spoiler, Viola! Oh mein Gott, was ist falsch mit dir? Weißt du, da hätte sie den Satz auch beenden können, Mann. Oh, warte, wir können noch aufs Klo gehen. Okay, ich dachte, da würde mehr passieren. Zeit für einen Pose. Für eine Pose ist immer Zeit. Und dann... What the fuck, woman? So. Sie hat halt gerade angedeutet, dass Singularity Dr. Sigurd ist und
Ich dachte mir halt so, weißt du, wenn du schon die Story spoilerst, dann spoiler sie halt auch richtig. Nicht halt so, aha, könnte er... Weißt du, halt... Come on, Mädchen, come on. Ich liebe es, wie sie einfach auf ihrer Mission duschen geht. Und ich mag es, dass sie halt so steht, dass die Ellbogen so aussehen, als ob sie einfach die riesigsten Brüste der Welt hätte. Ah, shit. Oh Gott. Ah, wird schon passen. Hoffe ich. Okay. Das ist ein Dings, das weiß ich, das wurde mir gespoilert. Oh shit, das funktioniert einfach wie in Bayonetta. Du kannst halt mit Jun keine Witch-Time machen, außer du schaffst es, dass der Dodge einfach perfekt ist. So, dann kriegst du ihre Witch-Time. Das ist der Grund, warum ich nie mit ihr den ersten Teil durchgespielt habe. Oder irgendwelche Teile, for that matter. Ich bin einfach zu schlecht in Videospielen dafür. No! The shadow remains cast. Ich glaube, alles cool. Wir kriegen jetzt leider keine Platin-Trophäe mehr. Mädchen, warum hast du keinen scheiß Doppelsprung? Was ist los mit dir? Das ist nicht cool. Oh, sick. Das hingegen ist schon wieder ziemlich cool, eigentlich. Schaut euch halt das Intro von dem Level an, Mann. Das ist jetzt nicht so krass einfach, dass man dafür jetzt das Level neu starten müsste. Partikeleffekte gehen schon ab. Oh Gott, komm schon, Mädchen. Sick. Los geht's. Liebe es. Ich finde Bayonetta 3 ist besser als 2, aber schlechter als 1. Also im Ranking ist es halt Platz 1 ist immer noch Bayonetta 1, Platz 2 ist Bayonetta 3 und Platz 3 ist Bayonetta 2.